gucke jetzt nach 5 oder 6 Wochen mal wieder bei Assassin's Creed rein. Viel zu lange nicht weitergespielt. Ich habe es gestern extra noch abgedatet. Okay, ihr hört was und ich höre was. Das ist ja erstmal schon mal gut. Ihr müsstet mir nur wieder sagen, wenn das irgendwie komisch klingt. Also bis jetzt klingt es okay, ein bisschen dumpf, aber ich glaube, das ist Capture Card, oder? Momentan auch nicht so überzeugt von meiner Gesundheit. Oh je. Also ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich halt jetzt seit 3 Wochen, seit der Zeitumstellung, gefühlt. Oder was heißt gefühlt? An sich seit der Zeitumstellung. Bin ich halt so am Kränkeln und ich schleppe das die ganze Zeit mit mir rum, aber es kommt nicht so richtig raus. Also die Erkältung kommt nicht so richtig durch. Weißt du, dass es mich halt einmal vielleicht richtig umhaut, aber dann ist halt erstmal wieder gut. Es ist immer so, vor 2 Wochen schon, wo ich vor allem auch mit Hals und ein bisschen Nase zu kämpfen hatte. Jetzt wieder Hals und ein bisschen Nase und das ist so nervig. Und morgen war okay, dann war ich draußen, seitdem fühle ich mich nicht so gut. Naja, manchmal, also man spürt das ja auch, wenn man krank wird. Also, ich habe Freitag auf Arbeit schon gedacht, jetzt ist vorbei. Dann war aber Freitagabend alles fein, als ich mit Susi DMD gespielt habe. Mal kurz das Spiel ein bisschen leiser, oder? Ist das Spiel zu laut für euch? Schlägt halt übelst krass aus. Also wie gesagt, Freitag auf Arbeit habe ich schon gemerkt, irgendwie ist nicht so richtig, mein Hals tut weh. Freitagabend war alles okay, als ich mit Susi ein bisschen am PC war. Ja, und gestern früh bin ich halt aufgestanden und meine Stimme war ein sterbender Hahn. Also voll am Krächzen. Dann ist es über den Tag wieder ein bisschen besser geworden, aber ich weiß nicht, das ist einfach nur kratzig. Ich glaube eigentlich nicht, dass es noch Corona sein kann, weil die letzten Positiven waren Montag auf der Arbeit, aber irgendwie. Ich habe halt auch überlegt, ob ich es von meinem Kollegen habe, aber das Ding ist, er war jetzt nicht die Woche, die jetzt war, krank, sondern die davor war er einen Tag krank auf Arbeit. Ich glaube nicht, dass es das noch sein kann. Also irgendwas schlummert in mir und kommt aber nicht so richtig raus und ich weiß auch nicht, das ist nervig. Das war mein Stuhl. Okay, also. Ich habe zuletzt gespielt am 14. Oktober. Das ist schon ein bisschen her jetzt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Spiel leiser machen soll für euch. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Ja, deswegen wird es Zeit, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen weiterspiele. Ja, das letzte Mal war es auch im Stream tatsächlich mit euch, mit Assassin's Creed. Da haben wir uns diese Rüstung geholt. Aber Julia, ich hoffe, dass es irgendwie sich vielleicht wieder erledigt und nicht so doll wird, falls du irgendwas abbekommen hast. Aber ich fühle das gerade sehr, wenn man nicht so 100% auf dem Damm ist. Okay, fortsetzen. Ja, genau hier habe ich den Stream ausgemacht.
Ich muss mich jetzt erstmal wieder kurz zurechtfinden in diesem Spiel. Also, ich weiß, dass ich mich nicht mit der Zeit regeneriere. Also meine Gesundheit. Ich kann das nur mit diesen Tränken und die muss ich kaufen. Hier ist die Karte. Hier sind meine Missionen. Ah, okay, ich kann hier bald den Boss machen. Und dann habe ich nur noch hier einen Boss. Und dann habe ich den Boss-Boss. Oh, das ist ja gar nicht mehr viel. Ich dachte, das ist noch ein bisschen mehr. Okay. Aber es ist ja gut. Also lieber so als noch zu viel Story offen. Verlieren wir was, wenn wir sterben? Ich glaube nicht. Muss halt nur die Mission nochmal neu machen. Und je nachdem, was es für eine Mission ist, ist die teilweise auch sehr groß. Sehr lang. Warte, ich habe doch hier noch so eine Nebenquest. Die Nebenquest können wir auch machen. Die muss ich auch machen für die Platin. Ich habe ja nach wie vor, die Platin zu machen. Aber storytechnisch bin ich tatsächlich schon weiter, als ich dachte. Ich wusste gar nicht, dass ich die beiden schon down habe. Oh. So, Inventar. Ich lass mal die Rüstung einfach an jetzt. Hilfsmittel, ich weiß auch gar nicht mehr. Tutorials. Nee, das nützt mir nichts. Kann ich noch mal irgendwo die Tastenbelegung einsehen? Nö. Steuerung. Okay, also. R1 ist leichter Angriff. L1 ist parieren. Adlerauge ist nach links. Oh, es gibt einen Fotomodus. Moment mal, es gibt einen Fotomodus. Entschuldigung. Ich werde es halt nicht immer muten können, wenn ich kurz husten muss. Das ist nämlich so ein ekliger, trockener Reizhusten. Bitte verzeiht. Manchmal werde ich es nicht ganz schaffen zu muten. Fotomodus? Wow! L3 zum Bearbeitungsmodus. Wow! Cool, dass ich das auch rausgefunden habe mit dem Fotomodus. Aber was ich leider nicht kann, ist das, was ihm Posen macht. Das ist so schade. Wie kann ich jetzt, kann ich hier nochmal den Kontrast ändern vielleicht? Ich meine den Fokus. Ah. Okay, ich habe zwei Fotos gemacht. Also, was machen wir jetzt? Ich würde erstmal kurz noch ein bisschen rumlaufen wollen, um wieder in die Steuerung reinzukommen. Ich denke, das ist okay. Und dann gucken wir, dass wir die Story machen. Dafür sind wir ja da.
Okay, und es ist gerade ein bisschen ruckelig, aber das liegt an der Capture Card. Weil die einfach keine 60 FPS kann, glaube ich. Ich glaube, meine Capture Card kann bloß 30 FPS. Aber ist okay. Für einen kleinen Stream reicht's. Bin ich hier gerade im Sperrgebiet gelaufen? Nein, theoretisch muss ich dahinter. Da ist eine Kiste. Da ist ein Rätsel. Das kann. Achso, das Rätsel ist im Sperrgebiet. Deswegen habe ich das noch nicht geholt. Und die Rätsel konnte ich. Ja, hier. Hier. Ja. Solche Rätsel gibt's dann. Die Orte müssen wir finden, rein theoretisch. Okay, das ist, glaube ich, nicht so schwer. An dem Ort war ich schon mal. Aber wo war der? Das war eigentlich eine schöne Ecke. Hier ist ein verlorenes Buch. Hier. Nee, das ist es nicht. Da ist ja kein Wasser daneben. Schade. Okay, dann das nicht. Ihr hört noch... Oh, Entschuldigung. Ihr hört noch was vom Spiel? Oder ist es jetzt zu leise? Hier passiert halt gerade nicht viel, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Fähigkeit ich als nächstes holen wollte. Also. Auch noch nicht so richtig. Ich glaube, bei mir muss ich es auf jeden Fall noch lauter machen. So. Hier ist so eine heilige Stätte. Aber ich glaube, die habe ich schon, ne? Wenn da so ein Häkchen drin ist, habe ich die, glaube ich, schon eingesammelt. Ich habe zu lange nicht gespielt. Ich finde es skandalös, was diese Arib sich alles herausnehmen kann. Augenblick! Da waren Wachen. Ach komm, wir machen Main Quest. Was soll schon passieren? Hier kann ich noch mal rennen? So, und hier kann ich mich noch mal ducken? So.
Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings, er klingt halt echt wie ein Cyborg. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Wow, direkt Boss. Fight. Schweigen ist besser für die Weisen. Und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Meinst du, wir brauchen Glück? Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Daira Talmal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch. Und locke dich aus den Schatten. Hier kann man wenigstens keine Ruhen verlieren, das stimmt. Dann hast du das Schlimmste für heute hinter dir. Und ja, gucken wir mal, was wir danach vielleicht noch machen, je nachdem, wie lang das jetzt hier dauert. Töte den Schatzmeister. An der Spitze von Al-Kars Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister. Durch die Kontrolle von Steuern und die Nötigung der Händler Al-Kars finanziert der Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Auf der Suche nach einer seltenen Haarnadel lässt der Schatzmeister eingeführte, fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedenen Händlern große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenigen bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Suche nach Informationen, um die Identität des Schatzmeisters zu enthüllen. Cool. Bist du besessen? Die das Kalifat und das System, das uns schützt, mit Füßen treten. Wir suchen nach Informationen. Darf ich hier meinen Adler verwenden? Nee, warte, mein Adler ist hier. Basim klingt gerade tatsächlich absichtlich so komisch, wie er halt klingt. Weil er ja diese Rüstung anhat. Überlege aber, ob ich ihm die wieder ausziehe, weil es klingt übelst seltsam. Es passt nicht zu der Zeit hier. Hallo. Schön, dich zu sehen. Lass mich deine Waren ansehen. Hier gibt es viel zu stöbern. Ich habe 300... Flickzeug für deine Ausrüstung. Geld. Es kostet 21. Ich heile mich mal kurz voll. Ich muss aufbrechen. Bis dann. Wie heile ich mich nochmal nach unten?